Zwei Instagram-Posts sind die Auslöser der erneuten Diskussion um politische Meinungen deutscher Fußballnationalspieler. İlkay Gündoğan und Emre Can hatten einen Post ihres ehemaligen U21-DFB-Mitspielers Cenk Tosun mit einem Like versehen. Beide nahmen ihre Likes wenig später aber zurück. Ich kann noch mal betonen, dass da keine politische Absicht hinter war. Wir wollten einfach nur unserem Freund beglückwünschen quasi für das Tor und den Sieg. Und alles andere, wie gesagt, man kann es immer in zwei Richtungen interpretieren. Da können wir leider nichts gegen tun. Und so wurde es leider gemacht. Ich glaube, es war vor zwei, drei Tagen. Es ist einfach so, dass es einfach sportlich gemeint war, weil er ein Tor geschossen hat, weil die gewonnen haben. Und deswegen war der Like. Es hatte nichts mit Politik zu tun. Ich bin gegen jegliche Art von irgendwie Krieg oder sonst was. Und ich bete selber jeden Tag, dass irgendwie auf der Welt Frieden herrscht. Der erneute Wirbel hat eine Vorgeschichte. Im Mai 2018 sorgte dieses Foto der türkische Staatspräsident Erdogan mit den Fußballern Gündoğan, Özil und Tosun für wochenlange Diskussionen in den Medien. Jetzt sorgt der Salut-Torjubel für neue Aufregung. Ich glaube, es gibt auch viele andere Spieler auf der Welt, die das geliked haben. Das kann man ja nicht allen unterstellen, dass sie für Krieg und Terror sind. Und ich glaube, dazu haben die beiden auch in ihrer Zeit hier in Deutschland genug bewiesen, dass sie das nicht sind. Und ich glaube, es wäre auch an der Zeit, ihnen einfach mal ein bisschen Vertrauen zu schenken und daraus nicht solche Geschichten zu machen. In der türkischen Nationalmannschaft, die heute Abend in Frankreich antritt, stehen zwei Bundesliga-Profis aus Düsseldorf, Kaan Ayhan und Kenan Karaman. Die Fortuna will die Geschehnisse vom Freitagabend mit seinen Profis nach deren Rückkehr nochmal aufarbeiten. Der Club sei davon überzeugt, dass ihnen nichts ferner lag, als ein politisches Statement abzugeben, wird Sportvorstand Lutz Pfannenstiel auf der Homepage zitiert.